nochmal runtergehen und da können wir wieder ein bisschen Kohle reinlegen. Die brauche ich im Moment auch nicht. Und ein Stück Fackeln. Falls du Fackeln brauchst, irgendwie. Ich habe noch welche reingelegt. Okay. Ah ja, du brennst schon Glas. Sehr gut. Ich leg mal auch ein bisschen Jo. was dazu. Ja, nicht Und ich habe wegwerfen. mal Türen reingesetzt. Oh, super. Ja, das wäre. Das hat immer was, ja. Dann kommen die Creeper der nächste Nacht nicht rein. Gut. Gehen wir hier noch raus? Ich gehe mal in den Wald. Okay. Wir brauchen Bäume. Holz. Kann nie schaden, ja. So. Der Pack gibt's immer noch. Den Pack besser gesagt. Was für ein Bug? Hier hängt schon wieder ein Sandblock irgendwie in meinem Weizen und der zieht da jetzt nicht mehr ins Inventar Ach rein. so. Aber der Bug ist hier altbekannt. Den kennen wir ja. Den habe ich ja schon in meinem Gewächshaus am Server bemerkt, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert. So. Ja, wir brauchen dringend mehr Stein, sehe ich schon. Habe ich noch Spitzhacken? Na. Eine Wuttenspitzhacke, ne, die kann man ja mal. Die können wir mal verballern. Für Stein ist die gerade gut genug. Und dann ernten wir hier mal ein bisschen Stein. Und gibt's bei dir was Spannendes? Nö, Bäume. Bäume, die verschwinden. Hast du schon Skelett erlegt auf deinen Beutezügen? Ja, ich habe 5 Knochen Dann kannst dabei. du mal gucken, ob dir die Wölfe über den Weg laufen. Also gibt's reichlich. Ja, wenn ich einen sehe, dann hau ich da rein. Ups, das war eine Fackel. Oder besser gesagt, dahin eine Fackel. Machen wir mal daher. Wölfe droppen nichts zu essen, oder? Nee, Wölfe droppen nichts. Ach, schade. Genau wie Schafe. Aus Lammbraten wird ja, glaube ich, auch noch nichts in Minecraft. Naja, dafür wächst jetzt ja die Wolle, wenn sie fressen. Richtig, das, was ich ja so in meinem jugendlichen Leichtsinn schon immer behauptet habe, was eher ein Grafikbug war von der Serverversion. Wie gesagt, ich habe auch wieder Schafe mit Wolle. Ich habe sie zwar nicht mehr versucht wieder zu Wow. scheren, aber wahrscheinlich funktioniert das nicht, weil wie gesagt, das wird nur ein Anzeigebug sein vom Client. Aber meine Schafe kriegen irgendwie alle ihre Wolle wieder. Spannend. Und ich erschrecke mich immer noch, wenn. Ah, ich habe ein bisschen Ah, gefunden. bitte? Das ist doch schön. Jo. Da können wir uns Freunde rausbasteln. Bräuchten wir noch Schnee? Schnee habe ich bisher noch keinen Na, gesehen. ich dachte. Ich dachte eher die mit den hölzernen Füßen Ja, und. natürlich. Die auch, ja, das stimmt. Aber natürlich können wir uns auch erstmal eine pa Farm daraus bauen, um Kürbisse Sehr anzupflanzen. wahrscheinlich erstmal das Damit wir noch mehr bessere Freunde haben. Bingo. Ach, hätte ich meine Schere mitgenommen, so viel Schafe wie hier rumsitzen. Such das Pferd und reitet drauf. Gucken wir mal, ob wir den hier mitnehmen können. Oh, das alles runterfällt, können wir. Echt erst 25 Steine? Ach nein, ein ganzes Deck schon. Und 25. Ah, zwei Creeper!
Kürbisse ja, Creeper nein. Also die Creeper darfst du behalten. Die möchten wir hier nicht haben. Na toll. Wie wäre es, wenn ich die Kürbisse behalte und du kriegst da abwechselnd mal die Creeper? Nein, Creeper kann ich gar nicht, muss ich echt zugeben. Jeder Creeper, mit dem ich mich anlege, geht prinzipiell hoch. Also außer ich nehme Pfeil und Bogen und bessere Entfernung, aber... Ich habe hier einen wirklich tollen Berg gefunden mit schwebenden Inseln und sowas. Ja, sobald wir einen sicheren Unterschlupf und genügend zu essen haben, sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, da gibt's bestimmt einiges. Ich komme jetzt auch langsam wieder zurück. Ich glaube, das reicht jetzt vom Erkunden her erstmal, um sicher die Kürbisse nach Hause zu bringen. Wow, ein schwarzes Loch in der Wand. Schade, nur ein Anzeigefehler. Ja, die gibt's immer noch. Oh mein Gott, sie stören ja nicht. Einmal eine Fackel rein oder überhaupt einen Block dann weggebaut und schon sind sie behoben. Die machen einem halt nur falsche Hoffnungen. Jo. Ich möchte gerne einen Stein hier hinsetzen, jetzt. Ja, ich weiß, ich baue hier sehr verschwenderisch mit Stein. Ist mir bekannt. Aber ich bin halt so der Architekt-Typ. Und da braucht alles ein gutes Fundament. Deswegen ist bei mir die erste Reihe unter dem Haus meistens immer noch aus irgendwas soliden und nicht aus Dreck. Wir sind schon in der vierten Folge. Ach ja, und ich wollte ja eigentlich dich nur drauf achten. Ja. Ich kann dir da vielleicht gleich was empfehlen. Ich habe hier so ein Stoffuhr-Plugin für Windows. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Das hat eine große Zahl, das kann ich dir nachher rüberschicken über Skype. Aber es hilft auch nicht, meistens gucke ich nicht auf die Stoppuhr. Ich habe gerade auch schon wieder die Folge überzogen. Ja, ich werde es schon noch. Naja, ich hab's nach einem halben, über einem halben Jahr noch nicht gelernt, also lasst dir Zeit. Soll ich dir mal hier helfen? Also, ich sag ja. Nee, ich sag nicht beim Bauen, sondern bei deinem Folgenbuchladen. Denn es ist ja so: Ab 100 Abonnementen kann man mehr als 15 Minuten hochladen. Und deshalb bitte ich jetzt euch, also meine Zuschauer, nehmt doch bitte Power im Abo, damit er halt nicht so ganz genau auf die Zeit achten muss. Denn das wäre natürlich toll. Genau. Und das machen sie jetzt auch. Und wir sehen, du hast ruckzuck 100 Abos. Ja, super, danke. Ich danke mich schon mal im Voraus bei allen, die Iros Aufruf folgen und mich tatsächlich abonnieren. Ich werde es nicht so exzessiv treiben wie Iro. Bei mir gibt es nur dieses eine. Für mehr habe ich leider keine Zeit. Aber es wird mich trotzdem freuen, wenn das euch gefällt. Ach, es gibt doch, ich weiß nicht, warum es den Leuten nicht gefallen sollte. Du hast eine ruhige, angenehme Stimme mit einem leicht bayerischen Akzent. Das heißt fränkischen Akzent. Ach Gott. Gibt's da einen Unterschied bei euch? Ja, das ist ungefähr so, wie wenn du nach Gelsenkirchen gehst und sagst, ach, ihr seid ja auch alles nur Dortmunder. Ach so. Naja, wenn du nach Gelsenkirchen gehst, solltest du eher sagen, ah, ihr seid ja auch nur Türken. Okay, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen. Lassen wir es besser? Ja. Nee, ich kenne in Gelsenkirchen ja wirklich Hauptschulen, da sind die Ausländeranteile, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist, aber ihr wisst ja, dass sich manche davon hier wirklich sehr unzivilisiert benehmen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und an manchen Schulen liegt der Ausländeranteil wirklich bei über 90%. Ja. In Gelsenkirchen. An sich ist das ja nichts Schlimmes. Ich kenne viele sehr hochintellektuelle Ausländer, ja. Aber. Die in Gelsenkirchen leben irgendwie nicht so. Ja.
Na, was baust du da? Zur Farm. Da wollte ich jetzt eigentlich bauen. Ach so, okay. Ja, ich habe mich nur gewundert, dass du auf einmal anfängst, das Haus auseinanderzunehmen. Kann ich eigentlich noch zwei Felder breiter machen? Reservier schon mal ein Plättchen für die Kürbisse. Ja, such dir eins raus. Ich reiß hier gerade noch mal was ein. Wie das in Minecraft so ist. Ja, ja, man baut auf, man baut ab. Das kennen wir ja zu Genüge. Besonders da der gute Iro ja so entscheidungsfreudig ist. Ja, ich bin auch nicht besser, wie man sieht. Deswegen rücke ich jetzt hier meiner gerade schön aufgebauten Mauer wieder mit der Steinspitzhacke zu Leibe. Also ich erinnere ja nur mal an meine Bücherei. Ja, das fand ich so schade, weil ich fand die Idee eigentlich gut, da drüben eine Bücherei zu machen und... Die Räume waren an sich auch zu klein. Ich Was? Werde gleich sterben. Nee, bist du nicht. Da wir auf Easy spielen, verlierst du nur die Hälfte deiner Herzen. Dann verliere ich jetzt gerade die Hälfte meiner Herzen. Und irgendwie ist das zerstört. Na komm, jetzt sind sie gleich weg. Ja, es klingt, als würdest du dir gerade sämtliche deiner Knochen brechen und nicht, dass deinen Magen leerst. Oh, das wird aber eine schöne Weizenfarm, das muss ich dir sagen. Okay. Jetzt bald geschafft. Ja, ja, jetzt haben wir's. Danke. Sehr freundlich. Ja, das Häuschen ist jetzt schon ziemlich fertig. Es fehlt nur noch ein gutes Dach. Was wollen wir für ein Dach da draufsetzen? Ich würde sagen, wir machen erstmal ein solides Dach, damit wir uns offen halten, da noch eine Etage draufzusetzen. Den Platz werden wir noch mehr als genug brauchen. Schlafzimmer, Vorratszimmer. Ja, also mit dem kleinen Häuschen, da kommen wir nicht weit. Gut, wir haben aber noch eine dabei. Jemanden anders an. So. Ich glaube, wir müssen dann da hinten auch noch Wasser verstecken, oder? Ja, ich habe den Eimer schon dabei. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Nee, ich meinte nicht unterm Haus, weil sonst hat die Ecke hier kein Wasser, oder? Eigentlich müsste. Ach so, nein, das kommt jetzt drauf an, was wir anpflanzen wollen. Bei Weizen reicht's ja, wenn in 4 Meter Abstand. Ein Enderman steht. Nein, Wasser so? Steht. Hinter dir ein Enderman. Wo ist ein Enderman? Ja, genau in meine Richtung. Oh. Ah, Freund! Okay, Iro legt sich mit dem Enderman an und wir füllen die Wasservorräte auf. Einfach wegteleportiert, der Arsch. Ich sag immer noch, das geht noch nicht so ganz. Irgendwie greifen die mich nicht an. Auch am Server, wenn ich da mal tatsächlich... Doch, da ist er wieder. Da ist er wieder weg. Da ist er. Ach nee, Iro. Und das war's mit mir.